26.389. Nein, 26.398. Deutsche Zahlen sind nicht einfach, oder? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Maria, ich bin Deutschlehrerin und dein Sprachcoach. In diesem praktischen Video sprechen wir über Zahlen auf Deutsch. Hier ist für jeden was dabei, von Anfängern bis zu Fortgeschrittenen. Möchtest du besser zählen können und auch Zahlen auf Deutsch verstehen? Dann bleib dran! Los geht's! Bevor wir beginnen, möchte ich dich darauf hinweisen, dass ich die wichtigsten Informationen aus dem heutigen Video in einem PDF zusammengefasst habe. Du kannst es kostenlos herunterladen, wenn du auf den Link unter diesem Video klickst. Trage deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ein und es wird sofort an dich rausgeschickt. So wirst du dich viel besser mit den deutschen Zahlen auskennen. Die einzelnen Zahlzeichen von 0 bis 9 nennt man auch Ziffern. Lass uns sie mal wiederholen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aus mehreren Ziffern kann man auch große Zahlen zusammensetzen, wie zum Beispiel 1 Million aus einer 1 und 6 Nullen. Deutsche Zahlen von 0 bis 12 muss man auswendig lernen. Das hast du bestimmt schon in deinem A1-Kurs gemacht. Von 13 bis 19 ist es etwas einfacher. Lass uns diese Zahlen wiederholen. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dann musst du im Prinzip nur die Zehner lernen, aber alle Zahlen von 20 bis 99 werden nach dem gleichen Schema gebildet. Wir zählen mal von 20 bis 30. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dann wiederholen wir noch alle Zehner. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Wichtig ist, dass man bei 21, 31, 41 und so weiter kein S in der Mitte ausspricht. Das S am Ende von 1 kommt nur, wenn nichts darauf folgt. Außerdem sollte man darauf achten, dass man zuerst die Einer sagt und dann die Zehner. Das ist in vielen Sprachen anders und deshalb kommt man da schnell durcheinander. Wie ist es in deiner Muttersprache? Dieses Jahr bin ich zum Beispiel 37 geworden. Mein Sohn ärgert mich gerne und fragt: Und Mama, wie ist es so mit 73? So ein Frechdachs. Der Frechdachs bedeutet, aber ganz liebevoll, ein freches kleines Kind. So ein Frechdachs. Und wir machen weiter. 100 oder 100. 101. 200. 1000 oder 1000. 1 Million. 1 Milliarde. Nur zur Info, Zahlen, die sich durch 2 teilen lassen, nennt man auch gerade Zahlen. Zum Beispiel 2, 4, 6, 8. Diese Zahlen sind gerade. Zahlen, die sich nicht durch 2 teilen lassen, nennt man auch ungerade Zahlen. Zum Beispiel 1, 3, 5,
oder 7. Diese Zahlen sind ungerade. Die Zahlen kann man ziemlich einfach lernen, aber es ist nicht so einfach, sie zu verstehen. Muttersprachler sagen die Zahlen oft ganz schnell. Was hilft hier? Nur üben. Und genau das machen wir heute. Übrigens, nur dass du Bescheid weißt und keine Fehler bei der Aussprache machst. 4 hat einen langen Vokal, ein langes I. 4. Und 40 hat einen kurzen Vokal, ein kurzes E. 4, 40. Merke dir einfach diese zwei Wörter und achte bitte zukünftig auf die Aussprache. Und wenn du mehr über solche Ausnahmen wissen möchtest, dann komm in meinen Aussprachekurs. Dort lernen wir richtig viel darüber. In diesem Kurs bekommst du sogar eine ganze Liste mit Ausnahmen als Bonus. Ich freue mich auf dich und den Link findest du wie immer unter diesem Video. Nun erzähle ich dir über verschiedene Arten von Zahlen. Grundzahlwort oder auch Grundzahl oder Kardinalzahl. Das sind solche Zahlen wie 1, 2, 3, 25, 3834 und so weiter. Diese Zahlen brauchen wir, wenn wir etwas zählen. Ordnungszahlwort oder auch Ordnungszahl oder Ordinalzahl. Zum Beispiel 1., 2., 3., 25., 87. Von 1 bis 19 kommt hier die Endung te dazu. Ab 20 ste. Diese Zahlen brauchen wir, wenn wir über eine Ordnung, eine Reihenfolge sprechen. Das beste Beispiel hier wäre ein Datum. Ordinalzahlen benutzen wir nur für den Tag und den Monat, aber nicht für das Jahr. Hier kommt ein Beispiel. Ich bin am 8.3.1985 geboren. Und wann bist du geboren? Schreib bitte dein Geburtsdatum unten in die Kommentare. Am besten mit Worten. Dieses Video wurde am 17.04.2022 veröffentlicht. Wenn wir schon über das Jahr sprechen, umgangssprachlich hört man auch sehr oft 2022 anstatt 2022. Hast du das auch schon mal gehört? 2022. Was für einen Tag haben wir heute? Wann schaust du dir dieses Video an? Dieses Datum kannst du auch gern unten in die Kommentare schreiben und somit ein bisschen üben. Wiederholungszahlwort. Diese Wörter benutzen wir, wenn wir zum Beispiel über Ereignisse sprechen, die sich wiederholen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, zwölfmal. Hier solltest du etwas aufpassen. Als Adverb schreiben wir einmal zusammen und klein. Aber es gibt auch das Nomen, das Mal. Nomen schreiben wir immer groß. Du weißt ja, Nomen sind Substantive. Und hier sind zwei Beispiele. Ich war schon einmal in Deutschland. Oder ich bin das erste Mal nach Deutschland gekommen. Im ersten Satz haben wir ein Adverb, einmal, und im zweiten Satz ist es ein Nomen, das erste Mal. Merkst du den Unterschied? Bilde bitte dein eigenes Beispiel und schreib es gern in die Kommentare. Vervielfältigungszahlwort. Solche Wörter geben an, in welcher Anzahl etwas vorhanden ist. Zum Beispiel einfach, zweifach, dreifach oder mehrfach. Zum Beispiel, Sabine ist eine zweifache Mutter. Das heißt, Sabine hat zwei Kinder. Franziska ist eine dreifache Mutter. Wie viele Kinder hat Franziska? Super, du hast es verstanden. Franziska hat drei Kinder. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Mathe. Maria, aber das ist doch Deutschunterricht. Ja, es ist immer noch Deutschunterricht, aber wir müssen über alles sprechen können, auch über Mathe. Wir beginnen mit der Addition. Hier gibt es auch zwei Verben, addieren und zusammenzählen. Dafür brauchen wir auch das Pluszeichen oder Plus. Und dieses Zeichen bedeutet ist gleich, macht oder ergibt.
Und hier kommt ein Beispiel. 3 plus 4 ist gleich 7. 7 ist die Summe. 8 plus 5 ist gleich 12. 12 ist die Summe, ganz genau. Wir machen weiter mit der Subtraktion. Hier gibt es auch zwei Verben, abziehen und subtrahieren. Hier brauchen wir das Minuszeichen oder einfach Minus. 7 minus 3 ist gleich 4. 4 ist die Differenz. 8 minus 5 ist gleich 3. 3 ist auch die Differenz. Weiter geht's mit der Multiplikation. In der Grundschule hast du mit Sicherheit das 1x1 gelernt. Das ist diese Tabelle von 1 bis 9. Erinnerst du dich daran? Genau, das 1x1. Hier gibt es auch ein Verb und das ist multiplizieren. Dafür brauchen wir das Malzeichen oder einfach mal. Und hier kommt ein Beispiel. 2x3 ist gleich 6. 6 ist das Produkt. Oder 5x4 ist gleich 20. 20 ist auch das Produkt. Und zum Schluss kommt die Division. Hier gibt es wieder zwei Verben, dividieren und teilen. Hier brauchen wir das Divisionszeichen. Man nennt es auch durch oder geteilt durch. Und hier kommt ein Beispiel. 10 geteilt durch 5 ist gleich 2. 2 ist der Quotient. 16 geteilt durch 4 ist gleich 4. 4 ist der Quotient. Wir haben noch ein wichtiges Thema für heute und das sind Bruchzahlen. Also keine ganzen Zahlen. Von 2 bis 19 bekommen solche Zahlen die Endung tel. Zum Beispiel 2 Drittel, 1 Viertel oder 3 Achtel. Die Zahl oben ist der Zähler. In unseren Beispielen 2, 1 und 3. Die Zahl unten ist der Nenner. In unseren Beispielen 3, 4 und 8. Ab 20 bekommen die Zahlen die Endung stel. Zum Beispiel ein Zwanzigstel. Zahlen mit einem Komma in der Mitte musst du auch lesen können. Hier sind ein paar Beispiele. 0,6, 3,4, 4,241. Wenn es um einen Preis geht, dann gibt es folgende Möglichkeiten. 5,99 € oder 5,99 €. Wir schreiben das Eurozeichen am Ende, sprechen es aber in der Mitte aus. Achte bitte darauf. Und jetzt werden wir ein bisschen üben. Wir haben ja nicht umsonst so viele Zahlen gelernt. Nimm dir bitte ein Blatt Papier und einen Stift. Ich lese die Zahlen vor, du sollst sie aufschreiben und erst dann erscheinen sie auf dem Bildschirm, damit du dich kontrollieren kannst. Wir beginnen mit einfachen Zahlen. Meine Postleitzahl ist 1, 0, 3, 6, 7. Das ist nicht meine Postleitzahl, das ist die Postleitzahl von Berlin. Meine Handynummer ist 0152 15 94 67 83 23 99. Tada! Das ist auch nicht meine Nummer, es sind einfach nur Zahlen zum Üben. Manchmal liest man die Telefonnummer auch anders vor. Das sollte man auch verstehen. Meine Handynummer ist 01 76 29 81 34
43, 21, 56. So, überprüfe bitte die Rufnummer. Und? Stimmt alles? So ist es natürlich etwas komplizierter, aber man sollte sich meiner Meinung nach auf jede Situation vorbereiten. Und jetzt kommen schwierigere Zahlen. 754. Neunhundertachtundzwanzig. Achttausendzweihundertdreiundsiebzig. Sechstausendeinhundertvierundachtzig. Stimmt alles soweit? 18.011. 99.898. 99.898. Tada! Jetzt wird's noch schwieriger. 587.321. Ich wiederhole die Zahlen noch einmal. 587.321. und hier ist die Zahl. 736.274. Noch einmal. 736.274. Stimmt alles? Hast du die Zahl korrekt aufgeschrieben? Und jetzt wird's noch schwieriger. 1.578.490. Noch einmal. 1.578.490. Wie hat's diesmal geklappt? 67.741.953. Noch einmal. 67.741.953. Und wie hat es bei dir geklappt? Wir sind fertig für heute. Ich hoffe sehr, dass du dich nun mit den deutschen Zahlen etwas mehr angefreundet hast. Wenn du die wichtigsten Infos aus dem Video auch schriftlich erhalten möchtest, dann lade dir doch das kostenlose PDF herunter. Den Link findest du wie immer unter dem Video. Außerdem freue ich mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du natürlich die Inhalte auf meinem Kanal hilfreich findest und noch mehr Videos sehen möchtest. Vielleicht auch mehr über Zahlen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Zahlendiktat? Das wäre doch was, oder? Und sag mir bitte Bescheid, wenn ich dir mit einem weiteren Video helfen kann. Das mache ich sehr, sehr gern. Nur für dich. Na dann, wir sehen uns wieder in meinem neuen Video. Mach's gut! Abonnenten auf meinem Kanal.